Wir begrüßen Sie zu Hause an Ihren Bildschirmen ganz herzlich und freuen uns, dass Sie dabei sind. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang, morgen ist bereits Wintersonnenwende und es sind nur noch 4 Tage bis Weihnachten. Vor circa 2000 Jahren brachen die heiligen 3 Könige auf, folgten dem Stern von Bethlehem, um einem neugeborenen Kind zu huldigen, Jesus Christus. So steht's in der Bibel. Aber was sagen die Astronomen dazu? Was war dieser Weihnachtsstern? Stand damals im Himmel irgendwas Besonderes? War was Besonderes zu sehen? Ein besonderes astronomisches Ereignis? Und wenn ja, was war's? War es ein Komet, eine Supernova, eine besondere Planetenstellung? Und warum machen wir genau im Dezember 2021 eine Veranstaltung dazu? Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen mal bei Einbruch der Dunkelheit einen Blick nach Südwesten geworfen. Da deutet sich etwas Ungewöhnliches an. Gesehen, Jupiter und Saturn, die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, kommen sich von der Erde aus betrachtet immer näher. Und morgen, Wintersonnenwende, sind sie maximal dicht beieinander. Was hat das jetzt mit dem Stern von Bethlehem zu tun? Und das erfahren Sie jetzt in den nächsten 100 Minuten. Dazu stelle ich Ihnen jetzt erstmal die Veranstalter vor. Das sind das Deutsche Museum, die Beobachtergruppe der Oststernwarte des Deutschen Museums, die Bayerische Volkssternwarte München und die Münchner Volkshochschule. Mein Name ist Lydia Weinberger. Ich bin an der Münchner Volkshochschule zuständig für das naturwissenschaftliche Programm und ich werde Sie jetzt durch den Spätnachmittag beginnenden Abend führen. Eigentlich wollten wir Sie heute hier im Deutschen Museum nicht virtuell, sondern ganz persönlich, ganz real begrüßen. Dann hätten Sie auch mal mit eigenen Augen durch das Goertz-Teleskop schauen und mit eigenen Augen Jupiter und Saturn beobachten können. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sitzen Sie zu Hause an Ihren Bildschirmen und ein paar wenige von uns sitzen hier im Ehrensaal des Deutschen Museums weit verteilt. Bei geöffneten Fenstern, es ist kalt und viele andere werden wir heute noch von extern zuschalten. Und wir sitzen hier in diesem wunderschönen Ehrensaal, umgeben von Büsten und Bildern berühmter Wissenschaftler. Und, das können Sie hier nicht sehen, wir sind hier umgeben von einer Menge Kameras, Kabeln, Computern. Ein ganz großes Lob an die Technik, ohne die unsere Veranstaltung heute so nicht möglich wäre. Ein großes Dankeschön an Felix Köckert vom Deutschen Museum und an Aleš Klinar, unseren Cheftechniker heute Abend. So, als erstes begrüße ich jetzt mal Markus Provero. Markus Provero ist der Vorstand der Beobachtergruppe der Oststernwarte des Deutschen Museums. Und der kommt jetzt hoffentlich bei Ihnen und mir auf die Bildschirme. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und unsere Live-Schaltung funktioniert. Wie die Lydia gerade schon gesagt hat, Corona-bedingt befinden wir uns weit verteilt und nehmen auch von verschiedenen Standorten teil und möchten euch trotzdem den Abend bzw. den Nachmittag ermöglichen. So viel von meiner Seite. Vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Ja. Marco, du bist der Hauptinitiator dieses Events heute Abend. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam? Ja, das war eigentlich schon über ein Jahr ist es her, da war der Johannes, der auch Teilnehmer in der Runde ist, werde ihr dann nachher gleich kennenlernen, mal bei einer Abendführung, also vor Corona, bei uns auf der Sternwarte und hat mich angesprochen und hat gemeint, hey, da ist doch nächstes Jahr dieses Ereignis, diese Jupiter-Konjunktion, Jupiter-Saturn-Konjunktion, was macht ihr da eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machen wir da eigentlich? Ja, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen und das, was wir dann eigentlich machen, das könnt ihr jetzt gemeinsam mit uns hier mitverfolgen. Dankeschön. Weil Sie heute nicht selber in der Sternwarte sein und nicht selber durch das Teleskop schauen können,
machen wir heute ein paar Live-Schaltungen zu diversen Sternwarten und die möchte ich jetzt mal begrüßen. Da sitzen nämlich engagierte Astronomen in der Kälte, die mögen das, die sind das gewöhnt, und hoffen, dass sie ihnen ein paar tolle Bilder auf die Bildschirme schicken können. Unsere erste Schaltung geht jetzt erstmal 6 Stockwerke über mich, also in die Oststernwarte des Deutschen Museums. Wir schalten jetzt zu Bernhard Thaler, auch Mitglied der Beobachtergruppe des Deutschen Museums. Hallo Bernhard. Herzlichen Dank, Lydia, und herzlich willkommen auf der Oststernwarte des Deutschen Museums. Hier dürfen wir Sie begrüßen. Wir sind Felix Köckert von Frau Weinberger schon vorgestellt und mein Name ist Bernhard Thaler. Wir sind heute hier oben eigentlich würden wir am liebsten, wie Frau Weinberger schon gesagt hat, Ihnen einen Blick durch das historische Goertz-Teleskop hier ermöglichen. Denn die große Konjunktion in live zu sehen durch solch ein tolles historisches Instrument ist ein einmaliges Erlebnis. Nachdem wir das leider nicht dürfen, haben wir heute vorbereitet eine Kamera, mit der wir Live-Aufnahmen durch das Teleskop von der großen Konjunktion oder von der Stellung der beiden Planeten auf ihre Bildschirme zaubern können. Und jetzt brauchen wir noch ein klein bisschen Glück. Wir sehen über uns jetzt zum ersten Mal heute ein klein wenig blauen Himmel. Wenn sich die Wolken Richtung Südwesten noch etwas verziehen, dann sehen wir tatsächlich ein Bild von der Konstellation. Haltet uns die Daumen. Wenn es Zeit ist, die Zeit der Hoffnung, und wir geben die Hoffnung nicht auf den freien Himmel und die Freisicht. Jetzt schalten wir ungefähr 300 Kilometer nach Norden, nach Schweinfurt. Vielleicht sind dort die Sicht- und Wetterverhältnisse etwas besser. Ich begrüße Michael Sessler und Angela Sprovero. Ja, hallo, schöne Grüße aus Schweinfurt. Wir sind hier in der Schweinfurter Sternwarte für euch aktiv. Und wir haben uns gedacht, wir schalten uns mal dazu. Je mehr Standorte wir haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner passendes Wetter hat und die Planeten auch tatsächlich zu sehen bekommt. Allerdings, wenn ich jetzt rausschaue, muss ich sagen, aktuell sieht es bei uns in Schweinfurt eher schlecht aus. Ich versuche euch mal einen Blick aus dem Fenster hier zu ermöglichen. Ein Blick über die Stadt Schweinfurt, und da sieht man schon, es ist bei uns momentan ziemlich dick bewölkt und es fängt an, leicht neblig zu werden. Die Chancen stehen leider eher schlecht, aber wir versuchen es, wir bleiben dabei. Falls sich eine Wolkenlücke auftut, dann melden wir uns und zeigen euch live die Planeten. Wir gehen jetzt zurück nach München und schalten jetzt nach Berg am Laim in die Rosenheimer Straße zur Bayerischen Volkssternwarte München und sprechen mit Dr. Benjamin Mierwald, dem Leiter der Volkssternwarte. Benjamin, bei dir wird das Wetter nicht anders sein als beim Deutschen Museum. Erzähl trotzdem ganz kurz, wo du bist. Ja, leider ist es bei uns auch neblig. Also herzlich willkommen hier aus der Volkssternwarte in Berg am Laim, Grenze zu Ramersdorf. Und ich stehe jetzt hier am Teleskop, das auch schon vorbereitet ist, richtig ausgerichtet ist. Und wenn wir doch mal eine Wolkenlücke erwischen, dann werden wir natürlich auch versuchen, Live-Bilder aus dem Teleskop zu zeigen. Im Moment sieht es eher nicht so aus, dass es funktioniert. Also ich möchte jetzt da nicht zu viel versprechen. Kleiner Blick nach draußen auf unsere Dachplattform. So neblig ist es jetzt gerade. Und damit zurück wieder zu dir, Lydia. So, und jetzt nochmal ein Versuch mit einem Blick nach Süden. Wir hoffen, es klappt, die Fernschaltung auf das Observatorium der Universitätssternwarte auf dem Wendelstein, also nach Süden und ungefähr in 1800 Meter Höhe. Jetzt sprechen wir erstmal mit Dr. Arno Riffeser. Dr. Ja, Riffeser, hallo, klappt das mit der Live-Schaltung zum Wendelstein heute? Ja, es klappt, aber auch wir haben Wolken. Ich teile auf meinen Bildschirm und dann sehen wir ein aktuelles Bild hoffentlich. So. Und hier das aktuelle Bild vom Menschen. Wir sehen im Westen einige Wolken. Wir haben zwar im Zenit, also nach oben gerichtet, sehr schönen Blick, ein bisschen Zirn. Aber ich fürchte, wir werden leider nicht viel sehen. Aber wir probieren es einfach auch. Genau. Auf 1800 Meter Höhe im Süden. Danke. Also, dann hoffen wir mal, in der nächsten halben Stunde verziehen sich Wolken und Nebel. Bis dahin haben wir hier zu tun. Heute war schon oft von Jupiter und Saturn die Rede. Jetzt wollen wir es aber genauer wissen. Wieso kommen sich die beiden immer näher? Und war so ein Phänomen auch zu Christi Geburt zu sehen? War das vielleicht der Weihnachtsstern? Das werden uns jetzt Markus Provero und Oliver Winkler genauer erklären. Markus Provero kennen Sie ja schon.
stelle ich noch Oliver Winkler vor. Der sitzt jetzt hier noch zu meiner Linken. Oliver Winkler ist heute so eine Art verbindendes Element. Er ist nämlich Mitglied bei der Beobachtergruppe der Oststernwarte des Deutschen Museums und Mitglied bei der Volkssternwarte. Bitte. Ja, hallo Lydia. Ja, Marco und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt und mal geschaut, was vor 2000 Jahren so ungefähr am Himmel los war. Und da ist es ja so, also nach heutiger Zeitrechnung gehen wir davon aus, dass wir ganz klar eine Trennung zwischen vor Christus und nach Christus haben. Allerdings ist der exakte Zeitpunkt von Christi Geburt natürlich nicht wirklich bekannt. Die Zeitenwende wurde auch eigentlich nur erst ein paar Jahrzehnte später festgelegt, ist also relativ willkürlich das Ganze. Historiker haben es herausgefunden, dass dieser König Herodes, der in der Bibel erwähnt wird, etwa 4 vor unserer Zeitrechnung bereits verstorben ist. Der Statthalter Quirinius, der diese ganze Volkszählung damals initiiert hat, wegen der Maria und Josef unterwegs waren, der hatte etwa 12 vor Christus regiert und seinen Wirkungskreis gehabt. Und die Historiker gehen jetzt davon aus, dass Christi Geburt etwa 7 bis 4 vor unserer Zeitrechnung gelebt hat oder geboren ist. Hier haben wir noch ein Bild von diesem König Herodes, der bei den Griechen hier nicht so sehr beliebt war. Der hat eigentlich eher eine negative Bezeichnung gehabt und wurde von den Römern hier also auch nicht so wirklich als voll genommen. Das ist jetzt noch mal ein Bild davon, wie Maria und Josef unterwegs waren und zu der Volkszählung hier von Nazareth nach Bethlehem unterwegs waren. Die Bibel gibt uns ja einige Hinweise darauf, was das damals eigentlich für ein Stern war. Und zwar ist es so, also der Stern muss damals bereits in Babylonien und auch in Israel gesehen worden sein, also in Jerusalem. Dann der zweite Hinweis ist, dieses Ereignis muss also so außergewöhnlich gewesen sein, dass es also gestandene Astronomen vom Hocker gehauen hat, dass sie gesagt haben, da müssen wir jetzt mal ganz genau nachschauen, was überhaupt los ist. Und es muss natürlich auch für die Laien so interessant gewesen sein, dass sie gesagt haben, da müssen wir jetzt mal wirklich drauf achten, was da genau passiert ist. Und der dritte Hinweis, den es gegeben hat, dieses Ereignis muss so lange am Himmel gesehen worden sein, dass es bei dem Aufbruch von diesen 3 Weisen und auch bei der Ankunft von denen in Jerusalem noch zu sehen gewesen sein muss. Ja, die einen sagen jetzt, es war ein Komet, die anderen sagen, es war eine Supernova. Aber die Mehrheit von den Astronomen sind eigentlich jetzt der Auffassung, dass es sich dabei um eine sogenannte Dreifachkonjunktion handelt zwischen Jupiter und Saturn. Und bei einer Dreifachkonjunktion kommen sich also diese beiden Planeten 3-mal innerhalb kurzer Zeit, wobei man sagen muss, kurze Zeit heißt im Laufe von einigen Monaten, kommen sie sich relativ nahe, aber nur rein optisch. Weil wir haben jetzt den Jupiter auf der inneren Bahn, wir haben den Saturn auf der äußeren Bahn und selbst im günstigsten Fall ist zwischen diesen beiden Planeten immer noch einige 100 Millionen Kilometer Abstand. Also es sieht für uns nur so aus, wie wenn sie sehr nahe zusammenrutschen würden oder im günstigsten Fall auch zu einem Punkt verschmelzen. Ja, so eine Dreifachkonjunktion ist relativ selten. Die letzte war 1981. Sollten Sie diese Konjunktion aus welchen Gründen auch immer verpasst haben, haben Sie die nächste Chance erst 2238. Dürfte also für die meisten von uns unerreichbar sein. Ja, und dass die Astronomen in Babylon bereits solche Ereignisse vorausberechnen konnten, das beweisen Keilschrifttafeln, die man in Mesopotamien gefunden hat. Und zwar sagen die ganz genau, es war eine Dreifachkonjunktion von Jupiter und Saturn im Jahre 7 vor Christus in dem Sternzeichen Fische. Es hatte für diese Astronomen oder Astrologen, was es damals auch waren, hatten natürlich diese 3 Symbole besondere Symbolkraft. Und zwar war also Jupiter war ein Symbol für ihren obersten König, für den höchsten König, den sie damals hatten. Saturn war ein Zeichen, ein Schutzsymbol für das Volk Israel. Und die Fische waren ein Zeichen für das Westland, also für Israel, sprich für Judäa.
Ja, und jetzt wollen wir uns mal ganz genau dieses Jahr 7 vor Christus vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen. Marco, was kannst du uns jetzt dazu sagen? Frage ins Deutsche Museum, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, wir können dich sehen und auch, also dein Bild sehen und auch hören. Gut. Ja, was waren diese 3 Ereignisse? Also erstmal danke, Oliver, für die Einführung bzw. für diesen Überblick, was da in der Vergangenheit passiert ist. Also das eine, was der Oliver ja schon gesagt hat, oder was wir schon gesehen haben, das ist quasi dieser Eintritt des Jupiter in das Sternbild Fische. Ja, also das Ganze ist am 7.2. vor, also 7.2. im Jahre 6, astronomische Zeitrechnung, im Jahre 6 vor Christus passiert. Ja, dann haben wir am 12.04. diese Möglichkeit, also Jupiter und Saturn, sich schon sehr nahe gekommen in Richtung der ersten Konjunktion. Da gibt es jetzt auch ein kleines Video dazu, wo man hier sieht, wie beide Planeten mit der Sonne oder kurz vor dem Sonnenaufgang gemeinsam aufgehen. Das wiederholt sich hier immer das Video und jetzt hierher gucken. Also da sieht man, Jupiter und Saturn nähern sich schon an. Also da war 2 Stunden vor Sonnenaufgang das Ganze schon ziemlich gut zu sehen. Ja, dann geht's weiter. Dann ist am 29.05. die erste Konjunktion des Jahres 6 vor Christus zustande gekommen. Man sieht hier, die sind nicht ganz so nah beieinander, wie wir sie hoffentlich morgen, wenn das Wetter besser ist, zusammenbekommen können. Ja, also hier sehen wir 6 vor Christus am 29.05. die erste Konjunktion. Dann ein paar Monate später, 5 Monate später, am 3.10. war dann die 2. Konjunktion des Jahres. Das sieht auch hier, sind sie nicht ganz so nah beieinander wie jetzt bei uns, aber man spricht auch da von eben der Konjunktion. Sie liegen fast in einer Linie. Und dann die dritte Konjunktion am 4.12. im Jahr 6 hier. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kommen denn solche Konjunktionen zustande? Und das Ganze hat einen himmelsmechanischen Hintergrund. Wir gucken uns jetzt im ersten Ansatz mal an, was passiert eigentlich während einer solchen Konjunktion. Wenn wir den Jupiter jetzt vor dem Fixsternhimmel fixieren würden, dann lassen wir das Video mal ablaufen, dann sehen wir, wie sich die beiden Planeten hier an der Stelle näher kommen. Ja, erste Konjunktion. Dann überholt auf der Innenbahn die Erde die beiden äußeren Planeten. Jetzt kommt es zu der sogenannten Rückschleife oder zu dieser Schleifenbewegung, während die Erde innen überholt. 2. Konjunktion. Ja, dann ist die Erde vorbei und dann kommt es zur sogenannten 3. Konjunktion. Dann treffen sie sich nochmal und das Ganze passiert in einem Jahr. Jetzt ist es natürlich schwierig, sich das, wenn man sich das so vorstellt oder versucht vorzustellen, so klar zu kriegen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt haben wir ja vorhin gerade gesehen, dass die beiden Planeten an dem Tag im Oktober ganz knapp über dem Osten, über dem Süden gestanden sind, ganz leicht nach Westen geneigt. Und da erzählt euch der Oliver jetzt nochmal was dazu. Ja, also wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, wenn wir uns hier in Jerusalem befinden und dann Richtung Süden schauen, das wäre also der Blick nach unten, dann sieht man, dass also von der Himmelsrichtung her Bethlehem ganz klein wenig nach Westen hier verschoben ist. Und wenn man sich jetzt dann genau die Konstellation am 4.12. nochmal anschaut, Marco, kannst du uns das nochmal zeigen? Aber klar. So, dann sieht man also hier auch, dass Jupiter und Saturn, das sind man sieht sie hier oben, ganz leicht etwas nach Westen verschoben sind. Ja, was können wir jetzt eigentlich aus dieser Situation rausziehen? Eigentlich nichts. Das heißt nur, dass zu diesem genannten Zeitpunkt, an diesem Tag, diese beiden Planeten wirklich mal für eine kurze Zeit genau über Bethlehem gestanden sind. Ob das dann für die drei Weisen wirklich irgendein Hinweis war, lässt sich jetzt hier aus diesen ganzen Daten meine ich nicht rausziehen. Genau. Was wir jetzt da gesehen haben, vorhin diese 3 Konjunktionen,
Um das Ganze nochmal etwas besser zu verdeutlichen, haben wir jetzt mal unsere eigene Sichtposition nach außen verlagert. Wir schauen jetzt von oben auf unser Sonnensystem und gucken mal, wie diese drei Konjunktionen in diesem einen Jahr zustande gekommen sind. Also wir sehen jetzt hier auf der roten Umlaufbahn unsere Erde, ja, die läuft hier entsprechend entlang. Das ist die erste Konjunktion, da sind die drei Planeten hier in einer Linie. Ja, dann sieht man jetzt, wie praktisch der Überholvorgang der Erde einsetzt. Wir sehen jetzt die zweite Konjunktion in ein und demselben Jahr. Zweite Konjunktion am 3. Oktober wieder eine Linie. Und dann macht die Erde quasi auf ihrer Bahn gegenüber Jupiter und Saturn gesehen eine Art Kehrtwendung. Und es kommt praktisch, wenn die Erde wieder umkehrt, zur dritten Konjunktion. Und da spricht man von einer sogenannten größten Konjunktion und die kommt, naja, wenn man es hochrechnet, wenn man überhaupt rechnen kann, also sehr, sehr selten, etwa alle 400 Jahre nur vor. Jetzt hat uns der Klaus Rohl, der nachher auch noch mit dabei ist, hier nochmal mit einem Seestrahl eine wunderschöne Animation geschickt. Also hier ist die Erdumlaufbahn, die blaue. Lassen wir das mal laufen. Wir sehen jetzt hier tatsächlich nochmal die Konjunktionen mit der Strahlrichtung. Jetzt kommt es zur ersten Konjunktion. Eine Linie, ja, dann läuft die Erde weiter. Wir sehen, jetzt kommt die zweite Konjunktion. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, kommt es jetzt zur dritten Konjunktion. Und das war diese sogenannte größte Konjunktion im Jahr 6 vor Christi Geburt. Und das ist natürlich schon ein besonderes Himmelsereignis. Ja, könnte schon sein, wenn man das beobachtet hat, dass das vielleicht ein Hinweis war und man sagt, da passiert vielleicht etwas Besonderes. Ja, was wir jetzt noch darstellen möchten ist, jetzt haben wir das gesehen, was vor 6000 Jahren passiert ist. Jetzt können wir uns mal angucken, was heute passiert. Da habe ich jetzt eine kleine Präsentation, also nicht Präsentation, eine kleine Live-Demo geplant. Und zwar würde ich jetzt nochmal zeigen, wie das Ganze ausgesehen hat. Ich gebe jetzt mal ganz kurz das zweite Dings frei hier. Freigabe beenden. Und sage. Genau, also was ihr jetzt hoffentlich seht, das ist eine Darstellung unseres Sonnensystems auf eine etwas andere Weise. Also man sieht hier auch wieder die Umlaufbahnen der Planeten. Wir befinden uns jetzt aktuell am Anfang November und sehen hier schon Jupiter und Saturn, ja, und sehen hier jetzt unsere Erde und lassen jetzt die Zeit mal ein klein wenig schneller vorlaufen. Also das ist tatsächlich jetzt dieses Jahr und spulen jetzt mal mit der Zeit ein wenig vor, ja, bis zum 21. Dezember, ja, also jetzt ist der 21. Dezember ein kleines bisschen zurück in der Zeit. Und das ist genau die Situation, die wir morgen erreichen. Da haben wir dann die große Konjunktion am 21. Dezember. Wir sehen hier von dort nach dort zum Jupiter, zum Saturn, sie liegen in einer Linie. Und wen es interessiert, der Abstand zwischen den beiden Planeten beträgt im Moment etwa 1 Milliarde Meilen, also zwischen der Erde und dem Saturn, also etwa 1,3 Milliarden Kilometer. Ja. Und wen es noch interessiert, wir können auch an der Stelle kurz noch eine Messung machen von hier nach dort. Die beiden Planeten von dort mal miteinander messen. Und mal gucken, wie weit denn die beiden Planeten auseinander liegen. Es gibt also hier die Distanz zum Saturn und wir sehen 455 Millionen Kilometer, also sie sind tatsächlich nicht wirklich zusammen, sondern sie 455 Millionen Meilen, also man sieht, sie sind gewaltig weit auseinander, sie sind nur scheinbar von uns aus gesehen so nah zusammen.
Dann würde ich jetzt die Präsentation wieder freigeben. Dann machen wir da weiter. Und zeigen noch einmal jetzt wieder Blick von oben, so wie wir die Konjunktion jetzt heute aktuell erleben, also ähnlich wie das, was wir gesehen haben. Die Erde kommt jetzt in Richtung eine Linie und wir sehen, wenn sich die Erde auf dem Weg um die Sonne herum macht, deswegen jetzt auch am Abendhimmel, können wir die Konjunktion sehen. Genau. Und wie das Ganze im zeitlichen Ablauf aussieht, da haben wir noch ein kleines Video vorbereitet. Das ist jetzt so die letzten Wochen. Wir sehen hier, wir fangen im Oktober an. Das ist immer am 18.30 Uhr am Abend, ja, eine Darstellung, eine Animation, wo wir sehen, wie sich von uns aus gesehen die beiden Planeten immer näher kommen. Oliver, magst du noch was dazu sagen? Ja, eine Sache hätte ich noch. Einen Wermutstropfen hat diese ganze Theorie natürlich. Und zwar, wie man vorhin in deinen Bildern so richtig schön gesehen hat, waren vor 2000 Jahren diese beiden Planeten ja nicht ganz so nahe wie morgen. Und man hatte die, also hätte die damals auch noch mit bloßem Auge als zwei einzelne Punkte auflösen können. Es bleibt dann nur noch die Frage, warum in der Bibel von einem Stern die Rede ist und nicht von beiden. Aber das können wir vielleicht noch klären. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco und Oliver, für diese sehr anschaulichen Erklärungen der Himmelsmechanik. Johannes Kepler, dessen Büste übrigens hier rechts über mir hängt, wäre stolz auf euch. Eine Frage habe ich noch. Wie lang sind denn Jupiter und Saturn heute Abend noch zu sehen über dem Horizont? Also wenn man sehr gute Sichtverhältnisse hat bis zum Horizont runter, dann kann man es etwa so bis 5:30, 6 oder sowas ganz gut beobachten. Und dann verschwinden sie unterhalb des Horizonts. Und dann gehen sie unter, ja. Also wir haben noch Chancen, es wirklich live und in echt zu sehen. Bis jetzt kamen nur Astronomen zu Wort. Und jetzt möchten wir mal einen Theologen befragen. Dazu begrüße ich Johannes van Kruisbergen. Er ist Theologe, Seelsorger und Astronomie begeistert. Johannes, der sitzt zu meiner Rechten. Du warst vor über einem Jahr bei einer Führung in der Oststernwarte, bist dabei mit Marco ins Gespräch gekommen, hat er vorher schon erzählt, und da habt ihr die Idee zu dieser Veranstaltung geboren. Johannes wird uns jetzt erstmal aus der Bibel eine Passage vorlesen, aus dem Matthäus-Evangelium, und danach uns erklären, wie das theologisch zu interpretieren ist. Im Matthäus-Evangelium heißt es: Als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Nach den Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Ja, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium gehört, wo von diesem Stern die Rede ist. Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen den theologischen und historischen Hintergrund erwähnen und erläutern. Dazu müssen wir einmal in die Gedankenwelt um das Jahr Null zurückreisen. Ein Merkmal davon ist, dass zwischen Astronomie und Astrologie, so wie wir es heute unterscheiden würden,
kein Unterschied gab. Alles, was am Himmel passiert ist, was die Sterne angedeutet haben, was man heute aus astrologischer Sicht sagen würde, hatte eine Bedeutung auf der Erde und war für die Menschen gleichbedeutend. Und so auch die dreimalige Konjunktion von Saturn und Jupiter. Wir haben schon gehört, die Planeten standen für Götter und hatten auch Symbolkraft. Und wenn jetzt diese zwei Planeten zusammenkommen, dann heißt es, die haben ihren Zyklus beendet. Ihren Kreis haben sie abgeschlossen und beginnen einen neuen Zyklus. Und für die Menschen im Mittelmeerraum war das ein ziemlich deutliches Zeichen. Auf der Erde beginnt ein neues Weltenjahr, ein neuer Weltabschnitt, ein Geschichtsabschnitt. Und dieser Abschnitt beginnt nur, wenn ein Messias, ein Retter, ein sehr wichtiger Mensch auftaucht. Die Römer haben ihn im Kaiser Augustus gefunden. Ab da wurde das goldene Zeitalter ausgerufen. Und für die Juden und Christen war es eben Jesus, der dieser Messias war, der in diesem neuen Weltzeitalter kommt, um die Menschen zu retten. Den biblischen Befund, wir haben ihn schon gehört, ist leider nicht so aussagekräftig, wie wir es gerne hätten. Es wird von Sterndeuter aus dem Osten berichtet. Sie haben einen Stern aufgehen sehen und sind ihm nachgefolgt. Und die Sterndeuter kamen aus dem Osten und gingen dem Stern so lange nach, bis sie zu dem Kind kamen, das geboren werden sollte. Wer waren denn diese Sterndeuter? Im biblischen Text, im Ursprung griechisch, steht das Wort Magoi. Für uns klingt es gleich wie Magier und so ähnlich wurde es auch verstanden. Man kann es als Magier oder Sterndeuter übersetzen. Vermutlich waren es einfach welche, die sich gut mit Sternen auskannten, aber auch mit den Bedeutungen dessen, was sie da oben gesehen haben. Und das Wort steht im Plural. Das heißt, es muss mehr als eine Person gewesen sein. Aber wie viel es letztendlich waren, das sagt uns leider die Bibelstelle nicht. Und, so wie wir sie kennen als die drei Könige, Belege dafür gibt es leider auch nicht. Denn es steht von Sterndeutern und Magiern da, aber nichts von Königen. Dass unsere heiligen drei Könige daraus geworden sind, hat man von den drei Geschenken abgeleitet. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und weil es sehr teure Geschenke waren, hat man das einfach als königliche Geschenke gesehen und kurzerhand die Sterndeuter als Könige gesehen. Und es heißt, die Sterndeuter kamen aus dem Osten. Hier eine Karte aus dem Mittelmeerraum, aus dem Römischen Reich. Und man vermutet, dass die Sterndeuter aus Mesopotamien, aus Babylon kamen. Wir haben vorhin schon vom Oliver gehört, die Babylonier konnten schon die Himmelsmechanik berechnen und haben auch schon auf Keilschrifttafeln genau diese Konjunktion berechnet. Und von Babylon, liegt im Osten von Jerusalem, vermutet man, dass die Sterndeuter gekommen sind. Und Jerusalem eben im Land Judäa, dem Land Israel. Ja, und es berichtet von diesem Stern nur der Evangelist Matthäus. So wollen wir jetzt einfach mal schauen, wer war denn dieser Matthäus, der das geschrieben hat. Leider wissen wir sehr wenig über den Autor. Die Tradition hat ihm den Namen Matthäus gegeben, einer der Zöllner gewesen sein soll, den Jesus bekehrt hat. Aber wer der jetzt letztendlich wirklich war, darüber haben wir leider keine Zeugnisse. Das Evangelium, das er geschrieben hat, dieser Text, wo der Stern vorkommt, ist circa 70 bis 100 nach Christus entstanden. Das heißt, eigentlich kann der Autor Matthäus gar kein Zeitzeuge der Geburt gewesen sein, weil es viel zu spät war. Der Ort der Abfassung vermutet man mit Jerusalem oder Syrien. Es gibt verschiedene Hinweise im Evangelium, aber was genau jetzt wirklich stimmt, weiß man nicht genau, aber man konnte es auf diesen Bereich eingrenzen. Und was im Evangelium sehr stark ist, Matthäus hatte eine sehr starke Verwurzelung im jüdischen Glauben. Und das ist jetzt auch wichtig, um zu verstehen, warum Matthäus genau diesen Text geschrieben hat. Er hat es für seine Gemeinde, junge Gemeinde von Christen, geschrieben und er wollte damit die Geschichten über Jesus festhalten, dass sie nicht verloren gehen. Die Quellen dazu waren erstmal mündliche Erzählungen, dann gab es eine Quelle Q, wo man vermutet, da waren viele Texte gesammelt, die aber leider verloren gegangen ist. Darüber hinaus kannte er das Markus-Evangelium, das schon einige Zeit vorher geschrieben war, und das Sondergut, also Texte, die nur Matthäus kannte. Und er hat versucht, Jesus,
der dieser neue Messias ist, in der jüdischen Tradition zu verankern, aber auch gleichzeitig den Spagat hinzubekommen, dass Jesus aber auch der Messias für alle Menschen auf der Welt ist. Und gleichzeitig hat er auch versucht, und da kommt der Stern wieder ins Spiel, das Narrativ von Sternen auch umzudeuten. Früher wurde es ganz oft hergenommen für die Kaiser. Wenn ein Kaiser geboren worden ist, ging ein Stern auf. Das berichten oder zeigen auch Münzfunde dann. Und Matthäus wollte das ummünzen, eben auf Jesus Christus, dass er der wahre Messias ist. Und so kommen wir zu dieser Geschichte, Jesus und der Stern. Für Matthäus war klar, mit Jesus erfüllen sich all die Prophezeiungen, die im Alten Testament schon vorgeschrieben waren. Zum einen aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, wo Abraham versprochen wird von Gott, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Dann eine Kronstelle für diesen Stern von Bethlehem aus dem Buch Numeri. Dort gab es einen Prophetenspruch, der heißt, ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Und Jakob war einfach der Name für das Land Israel. Und beim Propheten Jesaja kommt genau diese Sehnsucht nach dem Messias heraus, wo es heißt, steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend über dir auf. Also dann merkt man schon, da stecken genau diese Hoffnungssachen drin, die mit dem Stern verbunden werden. Und die theologische Bedeutung dahinter, Matthäus versucht Jesus als den Messias darzustellen, einerseits, der eben der ist, den die Juden erwartet haben und im Alten Testament schon vorangekündigt war, aber gleichzeitig der Messias, der für alle Völker der Erde da ist. Und der Stern wird sozusagen als das Ereignis, das über die ganze Welt zu sehen ist, aber gleichzeitig im Alten Testament, aber auch schon erwähnt wird und angekündigt wird. Und gleichzeitig versucht Matthäus, diesen Spagat auch aufzulösen, indem er eine kontrastreiche Gegenüberstellung macht. Auf der einen Seite die Nichtjuden, die Sterndeuter, die die alttestamentlichen Texte gar nicht kannten, aber trotzdem sich auf den Weg machen, diesen Messias zu suchen und ihn auch finden. Und auf der anderen Seite die Juden, hier als Beispiel König Herodes und seine Schriftgelehrten, die die Texte kennen, sie schauen ja dann auch nach, laut biblischem Befund, aber gehen nicht auf die Suche und finden den Messias nicht. Und gleichzeitig auch König Herodes, wenn Matthäus es 70 bis 100 nach Christus schreibt, war das eine vergangene Epoche. Herodes war schon tot, es war sozusagen ein Blick in die Vergangenheit. Aber die Sterndeuter waren ein Blick in die Gegenwart, denn zu den Christen kamen auf einmal ganz viele nicht-jüdische Menschen, die auch Christen wurden. Und so sind die Sterndeuter sozusagen eine Lehrstelle für all die, die zum Christentum kommen, aber noch nicht aus dem Judentum herauskommen. Und so war es eine Identifikationsfigur für all diese Menschen. Und zusammenfassend kann man sagen, welche Art von Stern es jetzt letztendlich war, war wahrscheinlich für Matthäus irrelevant. Wahrscheinlich gab es ein Ereignis am Himmel, das vielleicht der Auslöser dazu war. Aber was es genau war, weiß man nicht. Und die Bedeutung dieses Sterns für Matthäus ganz klar, er soll der ganzen Welt zeigen, Jesus ist der Messias und der Retter, der kommt und der aber für alle Menschen auch als Retter fungiert. Vielen Dank, Johannes. Ganz schön desillusionierend. Also, es waren keine heiligen drei Könige, die kamen nicht aus den drei damals bekannten Kontinenten, sondern aus Babylon. Und Matthäus hat auch wahrscheinlich sich auf gar kein reales Himmelsphänomen bezogen, sondern hat quasi diesen aufgehenden Stern nur als Metapher benutzt. Das heißt, diese ganze Heiligen Drei König Weihnachtssterngeschichte, die dürfen wir tatsächlich nicht für bare Münze nehmen, sondern da werden halt einfach nette Bilder so als schöne Geschichte für das Volk zusammengeführt. Gibt es denn, weißt du das, in Babylon historische Aufzeichnungen tatsächlicher Himmelsphänomene, die ungefähr in diese Zeit passen, in die Zeit von Jesu Geburt? Also es gab eben diese Keilschrifttexte, wie auch der Oliver schon vorhin erwähnt hat, wo schon Jahre, Jahrzehnte vorher vorausberechnet wurde, dass sich im Jahr 6, 7 vor Christus genau diese zwei Planeten dreimal treffen werden. Das heißt, wenn es Sterndeuter gab, die das kannten,
hatten genügend Zeit, sich auf den Weg zu machen, weil sie wussten, wann das passieren wird und wo. Und gibt es jetzt dort Aufzeichnungen, dass da wirklich welche aufgebrochen sind? Und hat Matthäus sich wirklich darauf bezogen? Kannte er diese Quellen? Also ich kenne keine Quellen, ob es die gab, dass es damals welche deshalb aufgebrochen sind, die außerbiblisch sind. Und ich vermute, Matthäus war das dann fast egal, welche Quellen es gibt, weil er eben seine eigene Motivation dahinter hatte. Also versuchen wir jetzt eigentlich nur mit unserem modernen Blick das in Deckung zu bringen, zu sagen, okay, es gab damals Sterndeuter, die waren unterwegs, die konnten astronomische Phänomene vorhersagen und es gibt dieses Matthäus-Evangelium, ach, das passt ja wunderbar zusammen. Aber ob das wirklich zusammen gedacht war, ist ein bisschen fraglich. Nur hervor. Also gehen eigentlich nur die astronomischen Fakten hervor. Da ist, kann man jetzt keinen Bezug auf irgendwie die Geburt eines Messias, eines neuen Königs oder sowas ableiten. Da steht nichts erwähnt drin. Nochmal zu dieser Datierung auf das Jahr Null. Ihr als Theologen redet ihr wirklich von dem Jahr Null, weil du auch vorher von der Gedankenwelt des Jahres Null geredet hast. Ihr redet ja immer von dem Jahr minus sechs. Genau, also das Jahr Null ist eigentlich erst nachträglich entstanden. Vorher galt der jüdische oder römische Kalender. Und erst einige Zeit später haben Theologen das wirklich als Jahr Null deklariert, wobei ja unklar ist, ein Jahr Null gibt es ja eigentlich nicht, ob jetzt wirklich Null gilt oder nicht. Deshalb ist auch unklar, ob jetzt die Konjunktion 6 oder 7 vor Christus war, je nachdem, wie man rechnet. Und man hat einfach damit zeigen wollen, mit Jesus beginnt eine neue Zeitrechnung und ab da hat man das dann einfach auch gezählt. Also die christliche Zeitrechnung geht eigentlich tatsächlich bis zum 31.12.1 vor Christus. Ja. Ja. Dann ist quasi Silvester, anstoßen, sich in die Arme fallen. Und dann gibt es der 1.1. nach Christus. Also da gibt es keinen ganz großen Übergang damit. Ja. Das heißt, die Astronomen nehmen das Jahr Null mit rein, die Historiker nicht. Das heißt, wenn ihr astronomisch vom Jahr minus 6 redet, würde ein Historiker von Jahr minus 7 reden. Also damals gab es ja eigentlich dieses Null noch gar nicht. Ja. Genau. Hast du noch Fragen an den Johannes? So, ich würde jetzt gerne mal die Astronomen wieder ins Spiel bringen. Marco, Johannes, Oliver, noch irgendwelche Fragen? Gut. Nicht von meiner Seite. Danke. Nee, kommt nichts? Okay. Gut, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit. Es ist nämlich jetzt schon richtig dunkel geworden draußen, mal wieder eine Live-Schaltung zu den Sternwarten zu machen. Wir probieren es wieder zuerst mit der Oststernwarte direkt über uns. Bernhard, wie schaut's aus? Ist das blaue Fleck am Himmel größer geworden? Nein, das Wolkenloch größer geworden, so muss ich sagen. Ja, Lydia, leider muss ich sagen, leider hat sich die Hoffnung nicht bewahrheitet und der Kollege vom Wendelstein hat recht behalten. Es ist wieder einheitlich grau hier draußen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Man sieht auch auf dem Bildschirm der Kamera dieses einheitliche Grau. Es ist ein bisschen bläulich eingefärbt, weil es, wie du richtig sagst, dunkel wird. Aber es lässt keinen Planeten durchscheinen und durchschimmern. Das heißt, wir haben trotz dieses tollen Teleskops hier im Moment leider keine Möglichkeit, ein Live-Bild von Saturn oder Jupiter zu sehen. Aber ich fand einen Aspekt von der Erzählung von Johannes hochinteressant, und zwar den Aspekt, dass die Sterne, dass die Menschheit, die Gedankenwelt der Menschheit vor 2000 Jahren eine völlig andere war. Und das lässt sich auch aus astronomischer oder physikalischer Sicht sehr schön zeigen an folgendem Bild. Sehen Sie es? Hier ist, das ist ein Foto, das habe ich im August gemacht über der Kvarner Bucht in Kroatien. Und man sieht hier drauf schön den Jupiter und den Saturn. Und man sieht auch drumherum eine Vielzahl von Sternen. Also allein auf diesem Foto mehrere tausend Sterne und die Milchstraße. Das ist in etwa der Anblick, der den Menschen vor 2000 Jahren völlig geläufig gewesen sein muss. Denn das, was wir heute gewohnt sind an Sternenhimmel, das spielt sich alles hier unten in den hellen Bereichen ab. In der Kvarner Bucht leben die Menschen hier an der Küste und das sieht man sehr schön an den hellen Lichtglocken, die sie über ihren Städten haben. Und aus diesen Lichtglocken heraus sieht der Sternenhimmel eher so aus, wie wir ihn heute kennen.
Das ist jetzt ein Foto, was ich gemacht habe am 17. Dezember, also vor 3 Tagen. Man sieht hier wieder Saturn und Jupiter, aber drumherum sieht man nur noch die hellsten der Sterne, die sonst so am Himmel stehen. Und nicht mehr die Tausenden von Sternen, die man früher gewohnt war. Das führt dazu, dass wir heute gar nicht mehr richtig verstehen, warum das so spektakulär ist. Wenn Saturn und Jupiter gemeinsam sich vereinigen, werden sie sehr viel heller als alle anderen Sterne. Der hellste Stern, den wir sonst haben, ist die Vega am Nachthimmel. Das ist auch noch ein Foto, was ich zeigen wollte vom 17. Dezember. Das zeigt hier unten die Ortschaft, oben drüber den Mond und hier Saturn und Jupiter in der Konstellation, wie sie eben vor 3 Tagen zu sehen waren. Ja, wir hoffen weiter auf gutes Wetter hier. Ich stehe in H8-Stellung mit unserer Kamera und melde mich wieder beim nächsten Mal, hoffentlich dann mit Bildern von der Konstellation, wie sie heute aussieht. Genau, vielen Dank, Bernhard. Wir schalten auf jeden Fall nochmal zu dir hoch. Und vielleicht hast du auch noch irgendwelche Bilder von Jupiter und Saturn, damit wir die beiden mal in Großaufnahme sehen können. Auch wenn das Bild nicht von heute stammt, aber so sehr verändern sich die Planeten ja nicht. Dann wieder unsere Schaltung nach Norden, nach Schweinfurt, zu Michael. Schweinfurt sieht es leider auch nicht viel besser aus mit dem Wetter. Ich zeige euch gerade mal, wie das bei uns aussieht, wenn wir zum Fenster rausschauen. Es ist ziemlich dicht bewölkt und auch wenn es zwar dunkel genug wäre, um die Planeten zu beobachten, sie sind leider hinter den Wolken verborgen. Auch unser schönes großes Teleskop nützt uns da leider herzlich wenig. Aber ich kann euch, wie du gerade gesagt hast, natürlich einmal ein paar Bilder sozusagen aus der Konserve zeigen. Ein paar ältere Bilder, natürlich jetzt nicht von heute, sondern von früher mal. Da musst du jetzt ein Bild vom Saturn sehen. Ja, sehen wir. Das ist ein etwas älteres Foto. Ich glaube, im Jahr 2016 oder so aufgenommen worden. Man sieht natürlich schön, der Saturn ist natürlich ganz bekannt. Das ist der mit dem Ring drum. Man sieht hier auch, wenn man genau hinschaut, dass der Ring ja jetzt nicht ein festes Objekt ist, sondern man sieht, er ist in 2 Teile geteilt. Das sind mehrere Ringe. Wenn man es ganz genau nehmen würde, ist das natürlich auch, sind es keine 2 Ringe, sondern eigentlich sind es ja lauter einzelne Gesteinsbrocken, die den Planeten umkreisen. Nur weil das so viele sind, sieht das von der Erde aus so aus, als wäre es ein fester Ring. Aber in Wirklichkeit könnte man da durchfliegen. Und wenn man Glück hat, würde man nicht getroffen werden und käme auf der anderen Seite unbeschadet wieder raus. Dann haben wir ihn nochmal in etwas kleiner. Und ja, noch einmal ein anderes Foto. Das sieht man auch, dass der auch hinterm Planeten vorbeigeht, der Ring. Man sieht sogar so ein bisschen angedeutet hier auf dem Planeten, dass hier so Wolkenbänder drauf sind. Und dann hätten wir natürlich den anderen großen, unseren Gasriesen, den Jupiter. Den haben wir hier mal schön aufgenommen im Jahr 2015. Und da sieht man natürlich sehr schön diese großen Wolkenbänder, die 2, die hier so einmal quer über den Planeten drüber gehen. Das ist ja recht bekannt. Und ja, eins der Bilder, die wir hier an unserer Schulsternwarte in Schweinfurt aufgenommen und wo wir eigentlich auch relativ stolz drauf sind, was wir mit unserem doch vergleichsweise einfachen Equipment hier so hinbekommen haben. Und damit erstmal wieder zurück zu euch. Vielen Dank, Michael. Auch vielen Dank für die ersten Blicke auf diese beiden großen Planeten. Jetzt sind wir wieder zurück in München und schalten zur Volkssternwarte zu Benjamin. Benjamin, was kannst du uns erzählen, zeigen? Ja, danke für die Gelegenheit, hier nochmal zu zeigen, was wir sehen. Die Leute fragen uns ja gern bei den Führungen, die wir normalerweise machen, ob unser Teleskop durch die Wolken einen Blick erlaubt. Das geht leider nicht. Ich habe es gerade nochmal geprüft. Noch nicht mal beim hellsten Himmelskörper heute Abend beim Mond sehen wir irgendwie einen schwachen Schimmer. Nochmal der Blick nach draußen von der Dachplattform. Der sieht sehr ernüchternd aus. Nichtsdestotrotz bleiben wir auch hoffnungsfroh, dass es jetzt noch klappt. Und wenn es nicht heute klappt, dann klappt es vielleicht die nächsten Tage. Und nachdem wir ja damit gerechnet hatten jetzt im Winter, gibt es natürlich auch einige Bilder aus den letzten Tagen, die Mitglieder hier der Volkssternwarte aufgenommen haben. Fangen wir mal an mit einem etwas weitwinkligeren Bild. Hier im Süden von München muss das aufgenommen worden sein, 16. Dezember. Die schmale Mondsichel und Jupiter und Saturn weiter oben.
Also ein wunderbarer Anblick, kann ich auch nur empfehlen, das die nächsten Tage zu versuchen. Die beiden Planeten tun uns ja den Gefallen und gehen schon so früh unter, dass es auch nicht mit Corona-Regeln in Konflikt kommt. Und dann, wenn man ein bisschen näher ranzoomt, gleich das Teleobjektiv hier von der Irmgard aus der Volkssternwarte aufgenommen, haben sich jetzt hier Jupiter und Saturn ein bisschen hinter den Ästen fast versteckt und auch die Mondsichel, das war jetzt einen Tag später, 17. Dezember, auch diese Aufnahme hier ist jetzt etwas länger belichtet, deswegen der Mond etwas überbelichtet und man sieht hier den sogenannten Erdschein, also das ist tatsächlich Licht, was von der Erde auf den Mond reflektiert wird, das Sonnenlicht trifft erst die Erde, dann geht es von der Erde auf den Mond und ist dann besonders bei so einem Mondsichel, bei so einer schmalen Mondphase zu sehen. Und beim Jupiter, wer jetzt ganz genau hinschaut, hier rechts unten, auch schon zu erkennen, dass da ein paar Pünktchen neben dem Jupiter zu erkennen sind. Und die werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer sehen. Hier jetzt einmal Bilder, die diesen Sommer aufgenommen wurden, als Jupiter und Saturn noch länger in der Nacht zu sehen waren. Die ganze Nacht über waren sie da zu sehen. Und dann kann man eben viele, viele Aufnahmen machen, tausende von Aufnahmen und die mit Bildverarbeitung zu einer besonders scharfen Aufnahme zusammensetzen. Für diese Bilder danke ich Bernd Gerken. Natürlich waren die Planeten am Himmel nicht so direkt nebeneinander, sondern das sind jetzt zwei separate Fotos, die hier nur nebeneinander gesetzt wurden. Und im Gegensatz zu dem, was Michael vorher aus Schweinfurt gezeigt hat, fällt vielleicht auf, dass hier eins von diesen dunklen Wolkenbändern fehlt. Und das kann tatsächlich beim Jupiter manchmal passieren, dass da sich helle Wolken, dieses eigentlich sonst relativ konstant dunkle Wolkenband drüber schieben. Insofern ist es auch ganz wertvoll für die Forschung, wenn Amateurastronomen diese Planeten fotografieren. Hier nochmal, als der Jupiter sich schon ein bisschen weiter gedreht hatte, schaut man aus ein bisschen anderem Winkel auf ihn drauf. Und am Ende dieses weißen Wolkenbands hier ist tatsächlich auch noch dieser Riesenwirbelsturm zu sehen, der sogenannte große rote Fleck. Hier unten sieht man nur, dass man diese Bilder auch zu einer richtigen Karte verarbeiten kann. Also das ist dann sozusagen die höhere Kunst der Amateurastronomie. Aber ich denke, wir wollen uns jetzt nicht so lange mit solchen wissenschaftlichen Anmutungen aufhalten, sondern uns auch noch ein paar schöne Eindrücke einfach anschauen. Hier nochmal ein Saturnbild aus vorigem Jahr, 2019, wo man recht schön sieht, dass der Ring sich unter einem weit geöffneten Winkel präsentiert. Das ändert sich beim Saturn über den Lauf der Jahre. Die nächsten Jahre wird das abnehmen. Dann wird man eher sozusagen steiler in diese Ringkante reinschauen. Das kann man auch recht schön verfolgen. Und schließen möchte ich die Aufzeichnungen, die ich hier präsentieren kann aus der Volkssternwarte, mit ein paar Zeitraffer-Videos, die in den letzten Tagen entstanden sind. Auch jetzt das erste hier vom 16. Dezember über Harlaching, wo man dann eben sieht, wie das Ganze sich im Lauf des Abends entwickelt. Also man muss da schon die richtigen Stunden erwischen, um dieses Ereignis zu sehen. Und keine Sorge, auch wenn es jetzt ein paar Tage schlechtes Wetter haben sollte, mindestens den ganzen Dezember kann man eigentlich noch wunderbar erkennen, wie die beiden Planeten ganz nah beieinander stehen am Himmel. Also man sieht die hier untergehen. Das Ganze dürfte jetzt so, ja, vielleicht 10-20-fache echte Geschwindigkeit sein. Auch über dem Perlacher Forst, einen Tag später, war es recht nett anzusehen. Auch hier sieht man wieder diesen Erdschein des Mondes. Und man konnte das vor ein paar Tagen relativ lang verfolgen, sodass es dann auch wirklich am Ende des Videos ganz dunkel wird. Das Ganze ist dann meistens so gegen 18 Uhr bei, wenn die beiden Planeten eben untergehen. Und wer vielleicht beim Jupiter auch wieder genau hingeschaut hat gerade, ein großes Bild vielleicht hat, der hat vielleicht auch wieder die Pünktchen neben dem Jupiter gesehen. Ich denke, die meisten interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer haben schon einen richtigen Riecher, was das war. Aber wir sehen es jetzt auch gleich nochmal genauer. Hier eben nochmal ein Bild, wie nah die Planeten am Himmel beieinander stehen. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht so nah aus, aber ich kann aus astronomischer Sicht schon verraten, dass es wirklich relativ nah beieinander ist, wie sie sich nur alle 20 Jahre begegnen.
So, und jetzt kommt die Auflösung. Diese Pünktchen neben dem Jupiter sind natürlich seine vier großen sogenannten galileischen Monde. Hier sind aber nur drei zu sehen gewesen. Ganz rechts vom Jupiter war gerade Europa zu sehen. Das heißt, ein Jupitermond muss im Schatten sein und der taucht jetzt hier links neben dem Jupiter auf. Der Jupitermond Ganymed ist übrigens der größte Mond des ganzen Sonnensystems. Also es gibt da noch unheimlich viel zu erfahren über diese beiden Planeten. Ich möchte es aber jetzt erst einmal dabei beenden lassen und ja, wieder zurückgeben an dich, Lydia. Wir können ja dann, denke ich, auch noch darauf eingehen, wenn es dann dazu noch bestimmte Fragen gibt. Also vielen Dank, Benjamin, auch wenn die Bilder nicht live sind. Vielen Dank für die wirklich tollen Bilder. So, und jetzt setze ich aber noch ganz große Hoffnungen auf den Wendelstein in 1800 Meter Höhe. Vielleicht haben wir da die Chance auf einen Blick in live und in Farbe auf die große Konjunktion. Dr. Ja, hallo wieder. Ich bin auf 1800 Meter Höhe und unser Wetter ist gar nicht so schlecht. Ja, allerdings unsere Kamera macht Probleme. So ist es halt öfters, aber ich zeige mal unseren Blick auf das Wetter. Moment, ich wechsle mal von unserer Webpage. Hier sind alle unsere Kameras. Hier unser 2-Meter-Teleskop im 8-Meter-Dom, genau mit Blick nach Westen. Also Jupiter und Saturn werden hier verdeckt auf dieser Kamera. Hier sehen wir eine Innenansicht vom 2-Meter-Teleskop und hier das kleine Teleskop im 40-Zentimeter-Bereich. Wenn man sich jetzt so ein Übersichtsbild anschaut über den gesamten Himmel, ich gehe mal hier drauf, dann sieht man, dass es schon sehr stark bewölkt ist. Und hier unten wären eigentlich Jupiter und Saturn zu sehen. Also wir sind noch ein bisschen in Wolken drinnen. Und ja, wir versuchen so besser, die Kamera wieder in Gang zu bringen. Hier unser kleines Teleskop, das 40-Zentimeter-Teleskop, das dann den direkten Blick auf Jupiter und Saturn zeigen sollte. Und hier mein Kollege Michael Schmidt, der probiert die Kamera gerade in der Kuppel, in der kleineren Kuppel in Gang zu setzen. Was wir am Freitag gemacht haben, da habe ich mit Studenten die ganze Nacht habe ich mir Seeobjekte beobachtet und da konnten wir auch einen kurzen Blick erhaschen auf Jupiter und Saturn und wir sehen hier auch hier oben den Saturn und hier unten den Jupiter. Vielleicht kann ich mal reinzoomen und Sie können auch sehen hier Jupiter. Ein bisschen sieht man die Streifen auf dem Jupiter. Hier Callisto, Io und Ganymed, die drei Monde. Europa hat sich gerade hier hinten zu dem Zeitpunkt verschoben gehabt. Das ist jetzt eine Aufnahme mit unserer größten Kamera, die das größte Gesichtsfeld gibt. Heute wäre natürlich das Ganze etwas in kleinerem Abstand zu sehen, aber wir hoffen, dass wir das nachher noch hinkriegen und Ihnen das live zeigen, wenn auch die Wolken sich noch ein bisschen verziehen. Ja, das wäre es von mir soweit. Hier nochmal der Blick, den mein Kollege gerade filmt, raus in den Sonnenuntergang. Sie sehen, sehr stark bewölkt. Aber vielleicht klappt es ja noch, dass wir ein Bild nachher kriegen von Jupiter und Saturn. Wir hoffen weiter auf den Wendelstein und schalten in ungefähr 20 Minuten nochmal zu euch. Sehr gerne. Kennen Sie die BR-Sternstunden? Das ist eine Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not, für Kinder in Deutschland und in Bayern. Und jedes Jahr im Dezember machen die den Sternstundentag. Da sammeln Promis telefonisch für diese Hilfsprojekte. Jetzt sind wir hier zwar keine Promis, aber wir möchten trotzdem passend zur Weihnachtszeit einen Spendenaufruf für die Sternstunden machen. Also, wenn Sie Kindern in Not helfen wollen, und gerade in Zeiten von Corona gibt es von denen mehr denn je, dann spenden Sie bitte an Sternstunden e.V. Sie sehen da unten jetzt eingeblendet die Kontoverbindung. Wenn Sie gerade keinen Stift zur Hand haben, holen Sie sich entspannt einen. Wir blenden das heute noch ein paar Mal mehr ein. Also bitte Spendenaufruf für Kinder in Not mit dem Kennwort, dem Verwendungszweck Weihnachtsstern. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich nochmal dem Bayerischen Rundfunk danken, die unsere Veranstaltung heute auch intensiv beworben haben, weswegen wir vielleicht hoffentlich viele, viele Klicks haben.
Bevor wir jetzt anfangen, in unserer Runde weiter zu diskutieren, möchte ich mal Ihnen sagen, wie Sie sich als Publikum an der Diskussion beteiligen können. Dazu geben Sie jetzt bei Ihrer Suchmaschine auf dem Handy-Suchmaschine-Browser einfach nur slido.com ein, also slido.com. Dann kommen Sie sofort auf diese Seite von Slido und es fragt dann nach dem Eventcode. Und der Eventcode heute ist, wie könnte es anders sein, Stern, egal ob Sie das groß oder klein schreiben. Also es ist wirklich ganz einfach und da können Sie direkt Ihre Fragen eingeben. Und während wir jetzt dann hier diskutieren und es entstehen Ihnen im Kopf Fragen, schreiben Sie direkt in Slido. Und vielleicht noch ein Hinweis, in Slido können Sie Fragen auch ranken, also liken, dann kommen Fragen weiter oben oder weiter nach unten. Bevor Sie also selber eine Frage eingeben, einfach mal kurz lesen, schauen, vielleicht hat ein anderer eine ähnliche Frage gestellt, die liken, dann rutscht die nämlich ganz nach oben, weil ich befürchte, dass wir danach nicht alle Fragen beantworten können, aber natürlich werden wir die am meisten gelikten Fragen beantworten. So, wir haben heute schon eine Menge von Jupiter und Saturn gehört und von der großen Konjunktion. Aber es gibt noch andere Theorien, die versuchen, dieses Phänomen Weihnachtsstern zu erklären. Sie kennen vielleicht dieses Bild, in deiner Präsentation war das zu sehen, die Anbetung der Heiligen Drei Könige von Giotto di Bondone, ein florentinischer Maler, der hat das so um 1300 rum gemalt. Und wenn man dieses Bild anschaut, Alex, kannst du das nochmal einblenden? Wenn man dieses Bild anschaut, das sieht nicht nach großer Konjunktion aus. Sehen Sie, was dahinter der Krippe ist? Das sieht aus wie ein Komet. Oliver, kannst du uns noch ein bisschen genauer die Kometentheorie erklären? Wie valide ist die? Ja, also wenn wir uns den Stern von Bethlehem vorstellen, dann hat ja jeder von uns automatisch irgendwie einen Komet mit dem schönen langen Schweif vor Augen. Ich meine, Kometen sind natürlich auch sehr schöne Objekte, die man am Himmel immer wieder sehen kann. Sie tauchen ganz plötzlich zwischen den Fixsternen auf. Sie bewegen sich auch relativ schnell gegenüber diesen Fixsternen. Sie sind manchmal sehr, sehr hell, dass man sie auch wirklich ohne irgendwelche Hilfsmittel bereits mit bloßem Auge sehen kann. Und die sind am meisten für einige Tage, Wochen und vielleicht sogar auch Monate wirklich wieder mal zu sehen. Und das ist leider, also in unserem Volksglauben ist es also immer noch hier verankert, dass sich das Ganze hier um einen Kometen hier handelt. Man muss sich jetzt mal ein bisschen zurückversetzen in diese Zeit vor 2000 Jahren. Der Johannes hat ja heute schon erwähnt, dass die Leute damals ganz andere Denke hatten. Also damals waren natürlich Kometen vor allem einmal Unglücksbringer. Wenn so ein Komet irgendwo am Himmel erschienen ist, dann dachten die Leute sofort, es folgen Kriege, Hungersnöte, irgendwelche Seuchen, Erdbeben oder sonst irgendwelche Katastrophen. Also die fürchteten sich wirklich regelrecht. Und es war also nicht nur in unseren Kulturen so, sondern selbst die Chinesen, die hatten einmal einen sehr umfassenden Bericht über das Thema Komet überhaupt geschrieben. Und selbst da taucht 1500 vor Christus bereits ein Satz auf, als der König seinen getreuen Berater hinrichten ließ, erschien ein Komet am Himmel. Also ich glaube, recht viel negativer kann man sowas da nicht mehr ausdrücken, ja? Und die Angst der Leute vor diesem Ganzen hier ausdrücken. Ja, also es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass jetzt so ein negativ besetztes Symbol irgendwie mit der Geburt von einem Messias, von einem neuen König mit in Betracht gezogen worden ist. Und außerdem zu dieser fraglichen Zeit, also etwa 4 bis 7 vor Christus, gab es eigentlich gar keinen auffälligen Kometen, der wirklich am Himmel war. Der einzige, der eventuell so von der Zeit her passt, das war der Hallische Komet, der war aber bereits 12 vor Christus zu sehen. Also scheidet der als Stern von Bethlehem schon mal direkt gehen aus. Damals waren natürlich auch die Beobachtungsbedingungen waren wesentlich besser. Gerade so in dem Mittelmeerraum war es natürlich sehr, sehr dunkel. Damals gab es noch keine Lichtverschmutzung. Und wie wir heute schon mal gehört haben, kannten die Babylonier also ganz genau die Sterne, die Planeten. Und die kannten natürlich auch den Unterschied zwischen einem Stern und einem Kometen. Das möchte ich euch jetzt aber noch mal ganz kurz am Monitor zeigen. Wir haben jetzt hier ein sehr, sehr schönes Bild von dem Kometen, der heuer im Juli bei uns zu sehen war. Und zwar sieht man hier ganz deutlich, dass das ein verwaschenes Fleckchen ist mit einem sehr, sehr langen Schweif. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Stern, den man jetzt hier auf der rechten Seite hier sehen kann, Sterne sind eigentlich immer Punktquellen. Also dass die Babylonier dann hergegangen wären und hätten einen
Kometen mit einem Stern verwechselt, das halte ich relativ für unwahrscheinlich. Außerdem ist jetzt ein Komet also nicht wirklich so ein tolles Ereignis, dass deswegen drei Sterndeuter sich auf ihre Kamele geschwungen hätten und hätten gesagt, wir machen mal schnell eine Reise von 1000 Kilometern. Also da für mich scheidet eigentlich ein Komet als Stern von Bethlehem in diesem Sinne aus. Aber wie die Lydia gerade erzählt hat, der Komet ist trotzdem über den Giotto di Bondone mit seinem Bild hier praktisch verewigt worden. Und zwar kam dieser hallische Komet, kam 1301 wieder über Europa. Da war er also ganz gut zu sehen. Und wie man liest, muss dieser Giotto di Bondone von diesem Ereignis so beeindruckt gewesen sein, dass er gesagt hat, den muss ich jetzt unbedingt hier in meinem Fresko hier mit verewigen. Nachdem das Ganze natürlich für eine Kapelle, also sprich für die Kirche, gemalt worden ist, trägt dieses Bild wahrscheinlich sehr zu dieser Verbreitung dieser Kometentheorie bei. Und es hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass wir heute uns den Stern von Bethlehem immer noch als Kometen hier vorstellen. Du hast uns vorher auch, Johannes, diese Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Da stand, und der Stern blieb über der Krippe stehen. Das hätte ein Komet auf gar keinen Fall gemacht. Ganz am Anfang unserer einleitenden Filmsequenz war auch mal von einer Supernova die Rede. Was eine Supernova ist und ob eine Supernova der Weihnachtsstern gewesen ist, das erklärt uns jetzt Klaus Rohe. Wir schalten jetzt zu Klaus Rohe. Er ist auch Mitglied der Beobachtergruppe und Physiker. Klaus, bist du online? Ich bin online. Wir würden gern von dir was über die Supernova hören, über die Supernova-Theorie. Ich versuche gerade den Bildschirm freizugeben. Erstmal schönen guten Abend aus Lonn in Oberbayern. So, also es gibt ja noch weitere Theorien. Eine ist die Supernova-Theorie, wo ich gleich zu komme. Dann gibt es noch auch eine Zweifach-Okkultation oder Bedeckung von Jupiter durch den Mond im Sternbild Vida, also Aries. Und es gibt auch noch Okkultationen von Regulus, das ist der Hauptstern im Sternbild Löwe, auch durch den Jupiter, der auch in die interessante Zeit reinfällt. Aber erstmal zu der Supernova-Theorie. Die geht eigentlich zurück auf den Astronomen Johannes Kepler. Der hatte 1604 eine Nova oder Supernova im Sternbild Schlangenträger beobachtet. Und er hatte 1603 auch beobachtet und auch vorausberechnet, dass es eine Konjunktion, eine seltene Konjunktion von Jupiter und Saturn gegeben hat. Und er hat dann geschlossen, dass die Supernova von 1604 durch diese Konjunktion verursacht worden ist. Man kannte das halt damals noch nicht besser. Das war also durchaus eine Theorie, die man aufstellen konnte. Und Kepler hat dann auch zurückgerechnet und hat dann herausgefunden, dass so eine Dreifachkonjunktion auch im Bereich von Christi Geburt gelegen haben könnte. Und daher kommt dann auch, dass immer wieder diese Theorien auftauchen, der Stern von Bethlehem könnte eine Supernova gewesen sein. Ich habe hier nur mal zwei neuere rausgenommen, die von zwei Astronomen da auch aufgestellt worden sind. Das eine ist der englische Astronom Mark Kitcher, der hat ein Buch darüber geschrieben, dass das der Stern von Bethlehem eine Nova im Sternbild Adler war, 5 vor Christus. Und der amerikanische Astronom Frank Tripp, der hat eine Veröffentlichung 2005 geschrieben, dass der Stern von Bethlehem eine Supernova in der Andromeda-Galaxie gewesen sein könnte, die man 5 vor Christus beobachtet hat. Und zu dem Zeitpunkt stand die Andromeda-Galaxie auch gut sichtbar von Bethlehem aus am Himmel. Das Problem mit diesen Supernova-Erklärungen ist einfach die, man kann die nicht vorausberechnen und die leuchten auch meistens nur wenige Wochen am Himmel. Die sind allerdings manchmal so hell, dass man sie auch am Taghimmel sehen kann. Das entsteht eigentlich, wenn ein sterbender Stern seine Energie abgibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Sternkundler oder Astrologen der Antike mit diesen drei Weisen gemeint war, dann hätten die sowas nicht vorausberechnen können, sondern was die konnten, das haben wir ja schon mehrmals gehört, die konnten also Planetenstellungen vorausberechnen.
Also damit scheidet meiner Ansicht nach diese Supernova-Theorie eigentlich aus. Eine weitere Theorie, die 1999 aufgekommen ist, das in einem Buch, was der amerikanische Astronom Michael Molnar veröffentlicht hat, das heißt The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magi, der geht davon aus, dass das einen astrologischen Hintergrund hat, dass am 17. April 6 vor Christus hat einen heliakischen, also einen sonnennahen Aufgang von Jupiter gegeben, zusammen mit der Sonne, Saturn, Mars, Venus und Merkur im Sternbild wieder, also Arius. Und dann wird der Jupiter auch noch um 8.25 Uhr morgens an dem Zeitpunkt vom Mond bedeckt. Und da hat es dann auch eine, hat er sich auf den Astrologen des Kaiser Konstantin bezogen, der eine ähnliche Konstellation gesagt hat und das als ein Zeichen für die Geburt eines göttlichen Königs gedeutet hat. Der Astronom Molnar ist auf diese Idee gekommen, weil er Sammler von antiken Münzen ist und beim Betrachten einer römischen Münze aus Antiochia auf ein ähnliches Zeichen gesehen hat. Interessant ist auch, ein niederländischer Astronom hat 2014 dann dargestellt, dass ähnliche Theorien schon Anfang des 20. Jahrhunderts von niederländischen und deutschen Theologen beschrieben worden sind. Das war allerdings dem Herrn Molnar nicht bekannt. So, das ist die Sternkarte am 17. April 6 vor Christus, wo dieses im Sternbild wieder, das ist da zu sehen, wo also Sonne, Mond, Jupiter, Saturn, Merkur in diesem Sternbild stehen. Und auf diese Konstellation hat er sich da bezogen. Das ist also diese Theorie, dass das einen astrologischen Hintergrund hat. So, ich gehe mal zu der nächsten Theorie. Ja, es gibt eine weitere Theorie, und zwar ist die von einem amerikanischen Rechtsanwalt und Filmemacher aufgestellt worden, der die dann auch sehr populär gemacht hat. Er hat sich mit diesem Thema befasst und hat dann auch einen Film über das Thema gedreht. Und es gibt eine Software, amerikanische Starry Night, das ist so ähnlich wie Stellarium, und da hat er mit rumgespielt und hat dann gefunden, dass es eben auch im Jahre 2 vor Christus eine Jupiter-Venus-Konjunktion gegeben hat. Und die kann man durchaus auch dafür nehmen, dass das von Astrologen in der Antike berechnet werden konnte. Und er geht davon aus, dass so eine Konstellation, also diese Jupiter-Venus-Konjunktion, der Stern von Bethlehem war. Was er weiter festgestellt hat, ist, dass der Jupiter am 25. Dezember 2 vor Christus im Meridian über Bethlehem gestanden hat. Das ist also auch ein relativ beachtliches Ereignis. In dem nächsten ist das mal in den Sternkarten zu sehen. Und da ist auch der Jupiter und im Sternbild Löwe zu sehen. Die nächste zeigt dann nochmal den Venus und Jupiter im Sternbild Löwe. Und hier ist dann nochmal der Jupiter im Zenit oder im Meridian über Bethlehem zu sehen. Ja, und das Ganze hat dann auch dazu geführt, vor allem die Theorie von dem Molnar, dass da eine Tagung ins Leben gerufen wurde, die hat an der Universität Groningen stattgefunden, und da hat man wirklich das erste Mal alle möglichen Leute aus Astronomie, Theologie und Religion und Geschichte zusammengetrommelt, die sich zu dem Thema ausgelassen haben. Rausgekommen ist keine definitive Erkenntnis, aber die Zusammenfassung, die der britische Astronom da gegeben hat, beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Die Astronomen haben eine Menge an Erscheinungen in der Tasche, die sie dafür bereitstellen können für den Stern von Bethlehem. Es ist allerdings einiges nicht klar, wie zum Beispiel, dass der genaue Todestag von Herodes, das genaue Geburtsdatum von Jesus. Und solange man das nicht festsuchen kann, kann man auch diese astronomischen Ereignisse nicht eindeutig zuordnen.
So, vielen Dank, Klaus. Du hast jetzt drei Theorien ins Spiel gebracht. Die Supernova-Theorie, also ein explodierender Stern. Das machen Sterne so, wenn sie eine bestimmte Masse überschreiten. Ist allerdings nicht vorauszuberechnen und deswegen unwahrscheinlich, dass es das war. Die astrologische Theorie mit dem Sternbild Aries und die Venus-Theorie. So, jetzt nochmal zu dir, Johannes. Hast du da als Theologe irgendeinen Favoriten? Spricht eine dieser Theorien dich besonders an? Also vom biblischen Befund her kann man es jetzt nicht sagen, weil es einfach nur von einem Stern die Rede ist. Ich finde tatsächlich die Konjunktionstheorie einfach ganz spannend, weil es erklärt, ja, man sieht am Himmel ein Ereignis, das hat eine Bedeutung und das bringt Leute dazu aufzubrechen und dem nachzugehen. Also, der Johannes hat jetzt einen Favoriten und jetzt sind Sie dran, liebes Publikum. Slido haben Sie jetzt ja vielleicht schon kennengelernt, haben sich schon mal reingeklickt und in Slido gibt es zwei verschiedene Tools. Das Fragentool, da sind jetzt hoffentlich schon einige Fragen drin, mit denen beschäftigen wir uns später, und ein Umfragetool. Wenn Sie jetzt auf Umfrage in Slido gehen, da dürfen Sie jetzt entscheiden, welche Theorie halten Sie für die wahrscheinlichste. Also wir haben jetzt fünf Theorien kennengelernt, die große Konjunktion, mit der wir uns heute ausführlich beschäftigt haben, weil sie gerade aktuell ist, die Kometentheorie, die Supernova-Theorie, die astrologische Theorie und die Venus. Oder sagen Sie, ich glaube, damals war gar nichts Besonderes am Himmel zu sehen, glauben Sie an nichts davon. So, und jetzt bitte klicken Sie alle auf Slido, auf die Umfrage und wählen Sie das, was Sie für am wahrscheinlichsten halten. Und solange Sie jetzt klicken und wählen, würde ich dich bitten, Marco, zu Hause an dem Bildschirm, das mal hier freizugeben, dass wir ein bisschen sehen, was da jetzt in Slido passiert. Und übrigens dürfen Sie auch gerne weiterhin Fragen in Slido schreiben. In ungefähr 10 Minuten werden wir dann anfangen mit den Publikumsfragen. Marco? Ja, ich bin da. Ich habe es schon freigegeben. Ihr müsstet meinen Screen bloß einblenden dann oder den Screen, dann sieht man schon. Also ich würde sagen, das Rennen macht tatsächlich im Moment die große Konjunktion mit 65%. Dann auf der zweiten, zwischen zweiten und dritten Platz ist so Komet und keine der genannten Optionen. Das war nämlich auch eine Auswahl. Die Supernova mit 7% und die Venus mit 5% auf Platz 5. Ja, also es sieht so aus, wie wenn die große Konjunktion der große Gewinner des heutigen Abends wäre. Leider nicht am Himmel zu sehen. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Sogar 67%. Ja, also man kann es hier jetzt mitverfolgen, was da gerade passiert. Ja. Auch wenn die große Konjunktion das Rennen macht, dann das heißt, wir konnten die Leute von dem überzeugen, womit wir uns heute den Großteil des Abends beschäftigen. Das halte ich für ein gutes Zeichen. So, also wie gesagt, liebes Publikum, weiterhin Fragen eingeben. Wir machen jetzt nochmal eine Live-Schaltung zu den Sternwarten. Wir schauen nochmal in den Himmel und machen nochmal unsere Runde durch. Blick nach oben oder von oben von der Oststernwarte. Bernhard, was gibt's Neues bei dir? Lydia, leider nicht viel Gutes. Wir haben ein Bild auf dem Schirm gerade, wie das hier aussieht, wenn man bei uns durch den Kuppelspalt sieht. Und man sieht, es gesellt sich zu den hohen Wolkenbildern, gesellt sich auch noch ein bodennaher Nebel hier auf der Museumsinsel in München. Man sieht hier auch ein ganz interessantes Gebilde in unserem Kuppelspalt drin, und zwar diese Kontur hier. Das sind tatsächlich wir selbst. Die Beleuchtung der Sternwarte projiziert jetzt einen Schattenriss unserer Kuppel in den Nebel vor uns. Das heißt mit anderen Worten, ich muss leider befürchten, dass wir heute Abend keine tollen Bilder von der Konjunktion mehr bekommen werden. Darum kann ich noch mal kurz zeigen, wie der Jupiter aussieht, wenn man durch dieses Teleskop schaut. Sie sehen hier ein Bild aus dem Jahr 2018, was mit derselben Kamera am Goertz-Teleskop entstanden ist. Und zusammengesetzt aus zwei Bildern. Denn im Unterschied zu der Live-Betrachtung durch das Teleskop hat die Kamera so ein bisschen das Problem, dass sie die Helligkeitsunterschiede zwischen den Monden und dem großen Planeten nicht so schön abbilden kann, wie man sie tatsächlich live sieht.
Ich habe dann vorgestern die Chance gehabt, mit diesem kleinen Newton-Teleskop, was also nur 20 Zentimeter Öffnung hat und 1 Meter Brennweite, den Zustand von den beiden Planeten über dem Münchner Westen aufzunehmen. Im Hintergrund sieht man hier ganz schön, dass ein wunderbar klarer Himmel war und man sieht die Alpenkette. Und durch das Teleskop durch haben die beiden so ausgesehen. Sie sehen jetzt hier den Planeten Saturn, den Planeten Jupiter. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie auf den Bildern, die wir vorhin von der Volkssternwarte schon gesehen haben. Und man sieht auch hier die zwei Monde, und zwar handelt es sich dabei um Io und um Ganymed. Der linke von beiden ist der Io, der rechte ist Ganymed. Etwa eine Viertelstunde später hat es so ausgesehen, hier habe ich die Belichtung ein bisschen aufgedreht. Man sieht jetzt deutlich, dass auch noch ein Mond zu sehen ist, hier der Callisto. Und eigentlich müsste man auch hier erahnen können, in dem Bereich den großen Saturnmond, den Titan. Wen man nicht sieht von den Monden, ist der Europa, der hier gerade hinter dem Jupiter verschwunden ist. Und beim nächsten Bild hier sieht man, dass die beiden nahen Monde, Io und Ganymed, sich schon fast ganz berühren. Wir haben also am Freitagabend, ich zoome mal ein bisschen rein, am Freitagabend hier eine Situation gehabt, in der sich die beiden Jupitermonde überholt haben. Der Ganymed kam von rechts nach links und der Io ist von links nach rechts gewandert. Das Ganze sieht in einem bisschen größeren Ausschnitt gesehen dann so aus. Und als kleinen Vergleich habe ich nochmal mit fotografiert den Mond mit demselben Teleskop und demselben Bildausschnitt. Dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Größenverhältnisse wirklich aussehen. Und zum Abschluss noch ein Bild, was ich auch durch dieses Newton-Teleskop gemacht habe, vor etwa 1,5 Jahren, vom Saturn mit allen seinen Monden. Damit gebe ich zurück an die nächste Sternwarte und hoffe, dass jemand anders mehr Glück hat als wir hier auf der Museumsinsel. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Deswegen schalten wir jetzt nach Schweinfurt. Wie schaut es bei euch aus? Ja, ich habe hier in Schweinfurt leider auch keine viel besseren Nachrichten für euch. Ihr seht es vielleicht da hinter mir. Wir mussten den Spalt von unserer Kuppel schon fast ganz zumachen. Es hat nämlich leicht angefangen zu nieseln. Oh Gott. Und ja, wo Nieselregen herkommt, da hat es oben drüber meistens Wolken, denn sonst gäbe es ja keinen Nieselregen. Heißt, die Sicht ist bei uns weiterhin null. Ihr könnt ja mal kurz aus dem Fenster gucken. Da gibt es nach wie vor nicht wirklich was zu sehen. Unten die Stadt und oben schwarzes, dunkelgraues Nichts. Ist sehr schade, aber leider nicht zu ändern. Jetzt habt ihr aber gerade über Kometen auch gesprochen. Dafür habe ich noch ein kurzes Bild für euch. Es gab ja jetzt im Juli diesen Jahres, gab es ja den Kometen Neowise, der Schlagzeilen gemacht hat. Und den habe ich hier mal eingefangen von unserer Dachterrasse aus. Der stand hier so schön neben der Kuppel unserer Sternwarte. Also das ist die Kuppel, wo wir jetzt gerade drin stehen. Und sah so ein bisschen aus, als ob der unten in diesen Industrieschlot reinstürzen würde. Nein, hat er natürlich nicht gemacht. Aber so sah der aus hier über Schweinfurt, der Kometen Neowise. Also das kannst du uns auf jeden Fall verkaufen als Weihnachtsstern über Schweinfurt. Das war der Weihnachtsstern über Schweinfurt, genau. So, und jetzt vom Weihnachtsstern über Schweinfurt schalten wir jetzt nochmal zur Bayerischen Volkssternwarte. Aber ich befürchte, auch da gibt es wettertechnisch keine guten Neuigkeiten. Ja, so ist es. Danke, Lydia. Auch bei uns, wenn wir jetzt nach draußen schauen, sehen wir nur dichten Nebel. Das schauen wir uns also, dieses Elend schauen wir uns nur ganz kurz an. Denn ich habe gesehen, dass es einige Fragen jetzt schon gab auf Slido, wann man denn nochmal die Gelegenheit hat, in den nächsten Tagen solche Livestreams auch zu sehen. Ich habe da ein paar Informationen dazu, deswegen kann ich da vielleicht gleich drauf antworten. Also es gibt auf der Facebook-Seite hier von uns, von der Volkssternwarte, eine kleine Zusammenstellung. Und auf dem YouTube-Kanal der Volkssternwarte gibt es auch eine Playlist mit vielen Livestreams. Also wer die nächsten Tage da nochmal reinschauen möchte, vor allem morgen Nachmittag ist ja die engste Annäherung von Jupiter und Saturn, kann das dort probieren.
Und da gibt es zum Beispiel auch von der Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien sozusagen eine Art Metastream, wo verschiedenste Livestreams aus verschiedensten Sternwarten und Einrichtungen dann zusammengefasst werden. Und die werden wahrscheinlich dann immer dorthin schalten, wo das Wetter am besten ist. Also ich hoffe doch, dass die ein oder andere Sternwarte dann noch mal ein bisschen mehr Glück hat. Und statt jetzt noch weitere Fotos zu zeigen, könnte ich noch kurz anbieten, die nächste Gelegenheit für eine schöne Begegnung am Himmel zu zeigen. Und zwar gibt es ja nicht nur Jupiter und Saturn als Planeten, sondern es gibt ja auch noch den Mars, der die nächsten Monate schön zu sehen sein wird. Und das ist jetzt hier eine Simulation vom 23. Dezember. Wir können auch schauen, einen Tag später, 24. Dezember, Heiligabend, an diesen beiden Abenden, da zieht der Mond am Mars vorbei. Und wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen größer anschauen, dann sehen wir, das ist leider jetzt das falsche Datum, dann sehen wir, wie das Ganze stattfindet. Also ich würde empfehlen, mit einem Fernglas da hinzuschauen dann eben auch mal die Aufmerksamkeit von Jupiter und Saturn wegzurichten. Es gibt solche Konjunktionen eigentlich immer wieder. Was eben das ganz Besondere an der großen Konjunktion jetzt zwischen Jupiter und Saturn ist, ist, dass so eine nahe Konjunktion in näherer Zukunft nicht mehr stattfindet. Die nächste große Konjunktion ist wieder in 20 Jahren und die nächste große Konjunktion, wo die beiden Planeten sich genauso nahe kommen, die wird erst wieder 2080 stattfinden. So. Soweit jetzt noch Hintergrundinfos hier aus der Volkssternwarte und damit zurück ins Deutsche Museum. So, Benjamin, jetzt muss ich dir leider ins Wort fallen, weil wir sind hier super eng getaktet und wir möchten jetzt doch nochmal einen Blick auf den Wendelstein werfen, denn das war so die einzige minimale Chance, die wir heute sehen für Live-Bilder der großen Konjunktion. Ja, bei uns sieht es so aus, dass unsere Live-Kamera, die ist leider kaputt gegangen. Wir haben jetzt wieder unsere Kamera, unsere CCD-Kamera, unsere Wissenschaftskamera reingemacht und mein Kollege, der Michael Schmidt, ist gerade dabei, den Fokus zu bestimmen. Also wir haben jetzt noch unscharfe Bilder und hoffen dann später vielleicht nochmal scharfe Bilder zeigen zu können. Also wir haben den Jupiter und Saturn drauf in unserem Bild. Jetzt gehe ich mal in die Freigabe hier rein. Moment, vielleicht kann ich dann was zeigen, was wir hier sehen können. Moment, wir haben sie drauf und probieren noch zu fokussieren. Das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich hoffe, Sie können es sehen. Nein, noch nichts, oder? Hier nochmal drauf zu gehen. So. Jetzt. Ein Schwarz-Weiß-Bild, man sieht die beiden hier in unmittelbarer Umgebung. Man sieht auch noch, unser Teleskop ist noch nicht scharf gestellt. Das heißt, der zweite Spiegel deckt den Hauptspiegel ab und deshalb sehen wir solche Ringe. Aber der Michael Schmidt schafft es sicher, innerhalb der nächsten Viertelstunde vielleicht das scharf zu stellen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, das nochmal zu uns zu gehen und um wirklich ein Live-Bild zu zeigen in einer Viertelstunde, wenn das möglich wäre. Also dann schlage ich vor, weil viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Du hast uns vorher erklärt, wir verschwinden bald in dem Horizont. Wenn bei euch doch noch eine Live-Aufnahme klappt, meldet ihr euch irgendwie bei uns, dann schalten wir quasi so ganz entgegen unseres Zeitplans nochmal kurz zu euch. Wenn es klappt, meldet ihr euch. Sonst wäre es das jetzt eigentlich mit den Sternwarten. Erstmal ein großes Dankeschön an euch. Ich kenne einige Astronomen und bin immer voller Bewunderung, weil die wirklich bei Nacht und Nebel und Kälte ausharren, um dann doch mal einen guten Blick zu haben. Und Gott sei Dank, liebe Astronomen, macht ihr das, sonst hätten wir heute nichts zu sehen bekommen. Und ich finde, eure Bilder aus der Konserve waren auch durchaus wert, gesehen zu werden. Wir blenden jetzt nochmal unseren Spendenaufruf ein, denn jetzt haben Sie ja alle den Stift in der Hand. Also nochmal, wenn Sie Kindern in Not helfen wollen, spenden Sie bitte an Sternstunden e.V. mit dem Verwendungszweck Weihnachtsstern. Und jetzt ist nochmal die Kontoverbindung eingeblendet. So, liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Dazu sitzt Barbara Sprovero zu Hause am Chat und wertet ihre Slido-Fragen aus. Barbara Sprovero ist die Frau von Markus Sprovero. Also Sie sehen, das ist hier heute so eine Art Familienunternehmen. Barbara, jetzt an dich. Wie schaut es im Chat aus? Was interessiert das Publikum?
Ja, guten Abend auch von mir. Hier sind einige wirklich interessante Fragen reingetickert und wurden auch gerankt. Und ich fange jetzt gleich mal mit der Frage an, die wirklich wohl die meisten interessiert. Mit welchen Hilfsmitteln haben die Babylonier die Bewegung der Himmelskörper berechnet? Ich glaube, das ist eine Frage für den Klaus. Also Klaus nochmal, mit welchen Hilfsmitteln haben die Babylonier die Bewegung der Himmelskörper berechnet? Ja, man versteht mich? Ja. Ja, die hatten ja nicht die mathematischen Möglichkeiten, die wir heute haben, aber die hatten einfache arithmetische Mittel, um diese Planetenpositionen zu berechnen. Und die haben sehr genaue Positionsbestimmungen gemacht und wussten, wie die Planeten sich, welchen Weg die Planeten pro Zeiteinheit in mehreren Tagen am Himmel zurücklegen. Und da konnten, mit solchen einfachen Mitteln konnten die dann die Positionen sozusagen berechnen. Das war natürlich auch nicht von der Genauigkeit, wie wir es heute haben. Okay, die Frage ist damit gut beantwortet. Jetzt die zweite Frage. Eigentlich hat der Ben da schon ein bisschen darauf hingewiesen. Gibt es nicht die Möglichkeit, zu anderen Sternwarten, vor allem im Westen Europas, mit klarem Himmel eine Live-Schaltung herzustellen? Also ich denke mal, wir haben einfach im Moment noch nicht die intensiven Kontakte zu Sternwarten im Westen, oder liege ich da falsch? Oliver, wie sieht es bei euch auf der Volkssternwarte aus? Habt ihr Kontakte? Kontakt jetzt zu Volkssternwarten im Westen sind mir jetzt eigentlich nicht so bekannt. Ja, vielleicht... Ist diese große Konjunktion von Namibia auszusehen? Die müsste vielleicht zu sehen sein. Weil wir hatten doch vor 2 Jahren im Rahmen der langen Nacht der Mondfinsternis mal so angefangen mit Kontakten nach Namibia, hatten da auch eine Live-Schaltung. Dann scheitert es am Internet in Namibia, aber da hätten wir Kontakte. Also eine super Anregung. Nächstes Mal versuchen wir es wieder mit Namibia, denn ich habe gehört, der beste Sternenhimmel der Welt ist über Namibia. Denn über der Wüste, klare Luft, keine Lichtverschmutzung, keine Luftverschmutzung. Also beim nächsten Mal. Gut, und die nächste Frage ist auch wieder eine Frage an unsere Astronomen, vielleicht Oliver. Gibt es auch Konstellationen, bei denen noch mehr als 2 sichtbare Planeten ganz nah beieinander stehen? Ja, die gibt es immer wieder mal. Es wurde auch heute auch schon mal angesprochen, dass es der Mars zurzeit noch hier da ist. Also der Mars, der wandert jetzt auch wieder in Richtung von Saturn und von Jupiter. Und da gibt es immer wieder mal so 3er-Konstellationen, so schöne. Und jetzt habe ich eine Frage an den Johannes. Welche astronomischen Ereignisse werden denn sonst in der Bibel erwähnt? Also in der Bibel kommen immer mal wieder Sterne und Sternbilder auch vor. Tatsächlich Ereignisse eher spärlich. Die werden immer meistens eher gedeutet. Zum Beispiel in der Offenbarung, wo dann die Sterne vom Himmel fallen und die Erde zerstören und sozusagen den Weg frei für eine neue Erde machen. Im Alten Testament kommt auch tatsächlich das Sternbild Orion vor oder das Band der Plejaden. Aber immer in dem Hinblick, dass es keine Götter sind, was im Unterschied zur antiken Welt war, sondern immer Gestirne und Geschöpfe, die Gott geschaffen hat und er allein kann über sie bestimmen und deshalb auch dann Zeichen für uns Menschen gibt. Danke, Johannes. Ich überspringe jetzt mal 2 Fragen, weil die übernächste Frage passt da ganz gut dazu. Nochmal, Johannes, gehen andere Religionen auch auf astronomische Ereignisse ein? Genau, kann ich es jetzt nicht beantworten, weil ich mich da in dem Fachbereich jetzt zu wenig auskenne. Aber ich denke mal, auf jeden Fall haben Sterne in der Religion was zu tun, weil die einfach die Menschen zum Staunen anregen und tatsächlich auch zum Nachdenken anregen. Und wenn man an einen Gott glaubt, dann hat es auch mit ihm zu tun und hat dadurch natürlich auch eine Beziehung. Dankeschön. Falls morgen das Wetter besser ist, zeigen Sie uns die Konjunktion. Ich glaube, das hat der Benjamin Mirwald ja schon ein Angebot gemacht. Und ich glaube, wir aus der Oststernwarte bieten da vielleicht auch was an. Bernhard, kannst du uns hören? Kannst du die Frage noch mal kurz wiederholen, bitte, Barbara? Falls morgen das Wetter besser ist, zeigen Sie uns die Konjunktion.
Wir versuchen es auf jeden Fall. Genau. Mhm. Sehr gerne, weil wir selbst natürlich heute auch wirklich traurig sind, dass es heute nicht geklappt hat mit den Fotos. Wenn morgen ein klarer Himmel hier über München ist oder auch im Münchner Westen, werden wir definitiv Fotos machen und gerne auch nach Möglichkeit über die üblichen Kanäle des Deutschen Museums dann veröffentlichen. Außerdem hat meines Wissens die Volkssternwarte morgen Abend auch einen Livestream, wo eventuell bei blauem Himmel oder bei klarem Himmel die Konjunktion auch dann zu sehen wäre. Können wir uns auf ähnliche Vorträge mit Live-Schaltungen im nächsten Jahr freuen? Besonders Bilder vom Wendelstein finde ich sehr interessant. Ja, wie sieht es aus? Also ich glaube, eine gute Gelegenheit, nochmal an den Wendelstein zu schalten. Mhm. Ah ja, genau. Er hat ja vorher gesagt, Sie probieren es nochmal. Mhm. Ja, wir schauen es uns nochmal an. Mein Kollege ist am Einstellen. Schauen wir uns mal an, was er uns zeigen kann. Hier der Jupiter, hier unten der Saturn. Probieren wir die Helligkeit ein bisschen runterzudrehen, wenn das geht. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier die beiden ganz. Also Saturn ist deutlich schwächer, Jupiter deutlich, überstrahlt deutlich den Saturn auf dieser Aufnahme. Das ist jetzt unsere Wissenschaftskammer, mit der wir auch Planeten normalerweise beobachten. Und ja, die hat eine relativ lange Auslesezeit. Das ist jetzt kein Live-Modus, den wir gerne zeigen hätten wollen. Aber man sieht, wie nahe sich die beiden hier auf dieser Aufnahme schon sehen. Und morgen Abend wird's noch deutlich enger werden, also kommen sie noch deutlich weiter zusammen und darf mir noch eine schöne Aufnahme dann zu machen. Ja, das wär's bei uns vom Wendelstein soweit. Vielen Dank an den Wendelstein. Barbara, noch ein, zwei Fragen? Noch ein, zwei Fragen. Also da habe ich noch mal eine Frage zu Konjunktionen. Gibt es auch den Fall, dass alle Planeten in Konjunktion stehen und wann war oder wäre das der Fall? Klaus, das ist eine Frage für dich, glaube ich. Alle in einer Konjunktion. Ich kenne da keinen Fall. Oder vielleicht Marco? Oder vielleicht die maximale Anzahl. Oder vielleicht alle? Ja. Von meiner Seite, also ich weiß auch von so einem Fall nicht. Ich frage mal weiter an den Benjamin. Vielleicht weiß der irgendwie was. Jetzt ruht mir die Frage mal durch. Also theoretisch gibt es da mehrere Möglichkeiten. Einerseits, dass von der Sonne aus gesehen alle Planeten in einer Reihe stehen. Also wirklich von Merkur bis Neptun, inklusive Erde. Das würde aber dann natürlich bedeuten, dass wir zu Merkur und Venus Richtung Sonne schauen würden, von der Erde aus. Und zu Mars bis Neptun nach außen, das sind ja die äußeren Planeten. Das ist denkbar. Die Frage ist nur, ob es von den Umlaufzeiten her tatsächlich so ist, dass es wirklich mal eintreten kann. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, was da dagegen spricht. Es ist nur extrem unwahrscheinlich. Also es war so eine ähnliche Gelegenheit mal, als die Voyager-Sonden ins äußere Sonnensystem geschickt wurden. Da waren die Planeten nicht in einer Reihe, aber zumindest waren sie von den Positionen her so, dass die Raumsonde durch Vorbeiflüge an den Planeten dann Schwung holen konnte. Das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn wir jetzt wirklich von der Erde aus gesehen alle hintereinander sehen wollen, so in der gleichen Richtung am Himmel, dann müsste das eigentlich so sein, dass es am Abendhimmel oder am Morgenhimmel ist, weil man ja Merkur und Venus nur am Abend- oder am Morgenhimmel sieht. Das ist auch theoretisch möglich, aber eben auch extrem unwahrscheinlich. Aber ich würde sagen, ich nehme die Frage mal mit. Vielleicht können wir die morgen in dem Livestream dann auch noch beantworten. Danke jedenfalls. Das sind die besten Veranstaltungen, bei denen wir Fragen weiter mitnehmen können, damit wir Sie beim nächsten Mal wieder mit neuen Phänomenen überraschen können. So, also vielen Dank ans Publikum für die vielen Fragen im Chat. Vielen Dank an die Sternwarten und die Astronomen. Wir kommen zum Ende und ja, mir bleibt jetzt noch die große Danksagungssession. Ein großes Dankeschön an unseren Gastgeber, das Deutsche Museum und das Team vor Ort. Einen großen Dank an Felix Köckert vom Deutschen Museum und Aleš Klinar, unseren Cheftechniker auch
heute Abend, ohne den das alles überhaupt nicht geklappt hätte. Und vielleicht nochmal muss ich dazu sagen, das ist hier heute so aufwendig. Ich hatte noch nie eine Veranstaltung mit einem ähnlichen Aufwand. Also wenn nicht immer alles perfekt war, bitte verzeihen Sie uns das. Wir wollten das einfach nur möglich machen und das ist uns, also vor allem dem Alesch, super gelungen. Großes Dankeschön an die Beobachtergruppe mit Markus Provero, dem Vorstand, mit seiner Frau Barbara, Bernhard Thaler oben in der Oststernwarte, Klaus Ruhe, der online zugeschaltet ist. Ein großes Dankeschön an dich, Oliver, Mitglied Beobachtergruppe und Volkssternwarte. Dankeschön an dich, Benjamin, an die Volkssternwarte, nach Schweinfurt ein Dankeschön und natürlich ein großes Dankeschön an die Münchner Volkshochschule, zu der nämlich ich gehöre. Und mein letztes Dankeschön geht jetzt an Sie, liebes Publikum. Nutzen Sie morgen den Tag. Sie wissen ja, morgen ist die maximale Annäherung von Jupiter und Saturn, die große Konjunktion. Schauen Sie bei Einbruch der Dunkelheit nach Südwesten nicht so hoch über dem Horizont, so 10 Grad über dem Horizont, 15 Grad. Und vielleicht sehen Sie das dann morgen wirklich mit eigenen Augen. Da finde ich es am faszinierendsten, denn das ist der hellste Punkt am Sternenhimmel, heller denn je, weil eben die beiden Lichtquellen aufeinander fallen. Vielleicht haben Sie von Ihrer Wohnung, von Ihrem Balkon aus freie Sicht und so um 18 Uhr dürfen Sie ja auch noch vor die Tür gehen. Vielleicht machen Sie einen kleinen Spaziergang. Und wenn Sie es noch genauer sehen wollen, das haben wir heute schon öfter gehört, schalten Sie ab 16.30 Uhr auf den YouTube-Kanal der Bayerischen Volkssternwarte, denn die werden morgen nochmal versuchen, Live-Bilder zu liefern. Sie sehen es nochmal in der Bauchbinde. Jetzt noch zwei Bitten an Sie, liebes Publikum. Die Veranstaltung heute wurde aufgezeichnet und wird auch in der nächsten Zeit noch weiter zu sehen sein auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Museums und dem YouTube-Kanal der Münchner Volkshochschule. Geben Sie den Link weiter. Wir freuen uns über jeden Klick. Das ist nämlich unsere Belohnung. Und last not least, natürlich freuen wir, nein, die Kinder in Not freuen sich über Ihre Spenden an Sternstunden e.V. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Schöne Weihnachten.